Der demografische Faktor ist eines der brennendsten Probleme unserer Zeit. Deutschland vergreist. Was ist dagegen zu tun? Aber bevor ich jetzt mit meinen Ausführungen beginne, werde ich noch der Anregung eines dynamischen jungen Kollegen von der FDP folgen. Alte gibt den Löffel ab. Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist immer noch der alte Bewusstseinsstand, mein Löffel gehört mir. Aber es kann doch nicht sein, dass besonders ältere Frauen mit ihren kleinen Renten und ihrem Anrecht auf Sozialhilfe oder Grundsicherung, wie das heißt, die Zukunft und das Wohlergehen kommender Generationen gefährden. Wir vom Verein für humanitäre Entplatzierung e.V. haben in konsequenter Fortentwicklung unseres Sozialsystems Hartz End, der finale Endpunkt für den Sozialrentner, entwickelt. Ein Eurojobs mit wirklich gemeinnützigem Charakter. Denn auch im Alter kann man durchaus noch einer sinnvollen Betätigung nachgehen. Ich greife Sabotage, Sie sehen schon wieder, da sitzt bestimmt wieder ein Alter hinten dran. Europa muss weltweit verteidigt werden. Deutsche bzw. europäische Soldaten im permanenten Einsatz für Demokratie, für Profit und für freie Märkte. Und nicht zu vergessen, die ständige Aufrüstungspflicht für alle beteiligten Staaten. Was liegt da in Zeiten knapper Kassen nicht näher, als auf brachliegendes Humankapital zurückzugreifen? Denkbar wäre zum Beispiel das Austesten von herkömmlichen Gasmasken mit den neuen Bio- und Chemiewaffen, die ja doch im ständigen Wettlauf mit dem Terrorismus immer wieder weiterentwickelt werden müssen. Sie sehen, diese Gasmaske wäre total ungeeignet gewesen. Von Antipanzerminen ist eine durchaus sinnvolle Sache. Handelt es sich doch dabei häufig um beste deutsche Wertarbeit. Sie sehen, alles ist in Ordnung, der Mechanismus hat wie vorgesehen funktioniert. Aber die Entwicklung der neuen Laserimpulswaffen, des sogenannten Schmerzgewehrs, das können wir doch nicht einfach den USA überlassen. Da ist doch deutscher Erfindergeist gefordert. Wann zum Beispiel ist der Schmerz durch Nervenreizung so groß, dass der Tod eintritt? Oder wie muss die Dosierung bei der humanen Variante Schmerz und temporäre Lähmung sein? Oder bei welcher Impulsstärke verliert der Terrorist bei der Befragung unerwünschterweise sein Gedächtnis? Das sind doch alles Probleme, die kann man doch nicht in Tierversuchen machen und die kann man auch nicht in Petrischalen lösen. Hier ist der Mensch gefragt. Sie sehen, es war eine legale
Dosis. Allerdings muss man das Alter und den schlechten Zustand der Probandin auch noch dazu rechnen. Und durchaus auch einen Einsatz vor Ort im Kosovo oder in Afghanistan vorstellen. Beim Einsammeln von Geschossplittern von abgereichertem Uran oder ganz wichtig, beim Aussortieren von nicht explodierten Clusterbomben, wobei Frauenhände wegen ihrer großen Sensibilität doch besonders geeignet sind. Peng! Ich bin ganz sicher, dass viele Großmütter so ihren Enkeln den Weg in eine sichere Zukunft bereiten werden. Denn süß und ehrenvoll ist's, für das Vaterland zu sterben.